Hallo, ich bin Katharina und ich helfe Menschen, die für sie optimale Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin, nach der TCM, zu finden. Und vielleicht hast du auch schon den Tipp gehört, viel Reis zu essen. Reis gilt nach TCM als sehr empfehlenswert. Warum? Weil er sehr gut das Qi aufbaut und gleichzeitig auch Feuchtigkeit ausleitet, also die Pathogene, die schlechte Feuchtigkeit, die wird es zum Beispiel merken an Ödemen, Wasseransammlungen, Übergewicht, Durchfall, Blähungen oder Hautunreinheiten. Das heißt, der Reis gilt als sehr leicht bekömmlich, stärkt die Verdauung, hilft zum Beispiel sehr gut bei Durchfall, ein Zeichen von Feuchtigkeit, und baut eben sehr gut das Qi, vor allem das Milz-Qi auf und gilt eben deswegen als sehr wertvoll in der TCM. Und vielleicht bist du auch verunsichert, wenn du liest, dass Arsen im Reis enthalten ist und dass das giftig ist. Und das stimmt auch. Nur kann man einiges tun, um diesen Arsengehalt zu vermindern. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken heute mitgeben und Tipps, wie du das machen kannst, welche Sorten empfehlenswerter sind und so weiter. Prinzipiell ist es so, dass der weiße Reis weniger belastet ist als der Vollkornreis. Warum? Weil sich der Reis vor allem in den Rand, weil sich das Arsen vor allem in den Randschichten anreichert. Der Reis nimmt das Arsen aus dem Boden auf. Es kommt sehr darauf an, wo das Anbaugebiet ist. Da gibt es Unterschiede, je nachdem, wie viel Arsen dort im Boden ist und auch von der Anbaumethode her. Reis wird einfach mit Wasser geflutet und dadurch wird mehr Arsen aus der Erde aufgenommen als bei anderen Getreidearten. Aber auch andere Getreidearten haben Arsen drinnen, aber nicht so viel wie der Reis normalerweise, wegen der Anbaumethode. Das heißt, weißer Reis hat weniger Arsen als Vollkornreis und ziemlich schlecht schneidet auch der Parboiled-Reis ab. Ich beziehe mich da auf Tests von Stiftung Warentest oder Ökotest oder der AGES, die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Das kannst du alles auch natürlich googeln und nachlesen. Und am besten schneidet ab der Basmati-Reis. Das freut mich besonders, weil ich liebe Basmati-Reis, den esse ich am liebsten. Und auch der Jasmin-Reis. Weniger günstig sind auch die verarbeiteten Reisprodukte, wie Reiswaffeln, Reiscracker oder auch die Reisflocken. So, und natürlich Bio-Reis ist weniger belastet als der konventionelle Reis. Das heißt, Bio-Reis, weißer Reis, Jasmin-Reis oder Basmati-Reis sind am günstigsten. Und dann kannst du mit der Zubereitung etwas machen, und zwar ist Arsen wasserlöslich. Das heißt, allein schon, wenn du den Reis gut wäschst, verminderst du die Arsenbelastung. Das heißt, was ich immer mache, ist, ich wasche den einfach im Topf. Ich gebe den Reis in den Kochtopf, gebe den halt den Deckel drauf, beziehungsweise gebe natürlich zuerst kaltes Wasser rein. Also ich wasche mit kaltem Wasser, schüttel das ein bisschen hin und her und dann gieße ich das Wasser mit dem Deckel drauf wieder ab. Also ich lasse einen Spalt offen, gieße das dann direkt ab und mache das so zwei, drei, vier Mal. So wasche ich den Reis und das vermindert schon mal eine mögliche Arsenbelastung. Was du noch machen kannst, du kannst den Reis einweichen. Wenn du ihn mehrere Stunden in Wasser einweichst, auch da löst sich das Arsen, das kannst du dann wegschütten und so hat der Reis weniger Arsen. Nur ich mag es nicht so gern, weil es einfach die Konsistenz verändert. Dann ist es nicht mehr so körnig, der Reis, sondern wird er mehr breiig oder halt weicher. Und du kannst auch mehr Wasser zum Kochen nehmen und dieses Wasser danach wegschütten. Auch das hilft dabei, den Arsengehalt zu vermindern. Das heißt, du siehst, du kannst einiges machen. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Gedanken mitgeben, warum du dir aus meiner Sicht nicht so viele Gedanken darum machen musst, wegen dem Arsen. Natürlich ist es immer günstig, wenn man schaut, wie kann man Schadstoffbelastung verhindern. Aber leider leben wir halt nun mal in einer Umwelt, die schon ziemlich stark belastet ist. Und aus meiner Sicht ist es absurd, sich dann nur auf den Reis zu konzentrieren, weil wir essen ja nicht nur Reis. Du isst ja auch viele andere Sachen. Und
auch, leider ist es so, dass eben auch andere Sachen nicht so super gesund sind. Also es ist dann, wenn du zum Beispiel dann eine Wurstsemmel isst oder wenn du gesünder essen willst, ein Sushi. Auch im Sushi sind Geschmacksverstärker oft drin und Farbstoffe etc. Oder wenn du Fleisch kaufst und du greifst eher zum billigen Fleisch, was denkst du, was da alles drinnen ist? Und das heißt, es gibt leider viele Belastungen in den Nahrungsmitteln und ja, der Reis ist dann nicht, ja, würde ich es nicht besonders hervorheben oder muss man nicht besonders aufpassen, sondern ich würde insgesamt einfach schauen, mehr natürliche Nahrungsmittel zu essen, weniger stark verarbeitete. Also aus meiner Sicht ist Industriekost, Softdrinks, Fertigprodukte und so weiter um einiges gefährlicher für unsere Gesundheit als Reis zu essen. So, ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen geholfen. Wenn du tiefer in die TCM-Ernährung einsteigen willst und meine Unterstützung dabei haben willst, freue ich mich, dich im Online-Programm Trust Your Body. Finde deine typgerechte Ernährung nach TCM zu begrüßen. Das dauert 3 Monate. Du bekommst eine Diagnose nach TCM per Online-Fragebogen dazu. Und ich bin an deiner Seite in Frage-Antwort-Webinaren, einer privaten Facebook-Gruppe. Und ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Den Link blende ich ein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.